schönen guten Tag. Wir erleben gegenwärtig innenpolitisch in der Bundesrepublik Deutschland eine eigenartige Stille. Also man kann sagen, von Seiten der Bundeskanzlerin regiert vor allen Dingen das Prinzip Einlullen. Aber unter dieser Oberfläche gären tief liegende Probleme und die werden von der Bundesregierung nicht angefasst, ja sogar zugespitzt und verschärft. Und wir meinen, man muss natürlich den Blick auf die Probleme unter der Oberfläche auch lenken. Dazu gehört zum einen die Krise innerhalb der Europäischen Union, die auch für die deutsche Wirtschaft zum Bumerang werden kann, wenn denn die Absatzmärkte dann verloren gehen und zwar wir jetzt erleben, dass der mit Russland begonnene Handelskrieg sich auch nachteilig auswirkt, vor allen Dingen auf bereits krisengeschüttelte Länder wie Griechenland, denen Absatzmarkt verloren gegangen ist. Wir erleben auch, dass innerhalb von Deutschland gerade ostdeutsche mittelständische Unternehmen in besonderem Maße von den jetzt Sanktionen betroffen sind. Also insofern kann man schon sagen, dass die Politik der Sanktionen auch eine Politik gegen den Osten ist. Zweites Problem ist die Unterfinanzierung der öffentlichen Kassen. Wir haben nicht nur beim Kampf gegen Armut und im Bildungsbereich Finanzierungsprobleme, auch die Infrastruktur verkommt. Straßen, Rohrleitungen etc. Und die große Entscheidung der Großen Koalition gleich zu Beginn der Wahlperiode auf jegliche Umverteilung zu verzichten von privat zu öffentlich verschärft natürlich dieses Problem. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft weiter auseinander in diesem Land. Und auch wenn immer die monatlichen Erwerbslosenzahlenverkündung als großer Erfolg verkündet wird, so kann das doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir innerhalb der Erwerbslosen eine verfestigte Langzeiterwerbslosigkeit haben, die jetzt in besonderem Maße betroffen sind, weil die Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik extremst zusammengestrichen worden sind, was nicht nur für diejenigen, die noch auf eine Arbeitsmaßnahme gehofft haben, ein Problem ist, sondern auch viele Initiativen und Vereine. Davon konnten wir uns auch in den letzten Wochen bei unseren Touren durch die Länder überzeugen, in ihrer Existenz gefährdet sind, wichtige Projekte eingestellt werden müssen. Wir haben in den letzten Jahren eine Finanzkrise erlebt und die Finanzmärkte machen weiter Business as usual. Es gibt sozusagen weiterhin einen komplett deregulierten Finanzmarkt. Auch dieses Problem wird von der Großen Koalition nicht angegangen. Die dringend notwendige Energiewende ist von der Großen Koalition unter Gabriel und Merkel auf Eis gelegt worden, ja ausgebremst worden. Die große Notwendigkeit umzustellen, nicht nur auf erneuerbare Energien, sondern auch auf dezentrale Energieproduktion, ist geradezu behindert worden, weil Möglichkeiten von Bürgerwindrädern extremst erschwert worden sind. Und wir haben, das hat natürlich vor allen Dingen die Nachrichtenlage im Sommer bestimmt, eine zunehmende Zahl an militärischen Konflikten. Es gibt sozusagen ein Brandherd neben dem anderen. Und das geht dann her mit der Zerstörung von Staaten und Gesellschaften in der Welt. Hinzu kommt dann noch die zunehmende Überwachung, oder zumindest erfahren wir inzwischen mehr über die Überwachung von Staaten, Menschen durch Geheimdienste, dass die privatesten Daten durchforstet werden. All das sind Probleme, die von der Großen Koalition nicht angegangen werden. Auch wenn das bisher nicht zu einer breiten gesellschaftlichen Mobilisierung geführt hat, sagen wir, es gibt einen großen Widerspruch zwischen dem, was es an tiefen Problemen gibt und der Stillstandspolitik, die von der Großen Koalition ausgeht. Unterm Strich ist zu sagen, dieses Land leidet an einem Gerechtigkeitsstau und wir meinen, was es stattdessen braucht, ist ein sozialökologischer Umbau, eine sozialökologische Gerechtigkeitswende. Und wir sehen die Aufgabe der Linken genau darin, diese Probleme im Angriff zu nehmen. Wir als Linke wollen Motor für den sozialökologischen Umbau, für den sozialökologischen Politikwechsel werden.